Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Altenhof war im heurigen Jahr schon sehr erfolgreich. Sie gewannen viele Bewerbe oder belegten einen der ersten drei Plätze. Als Krönung wurden die jungen Feuerwehrkameraden heuer Bezirkssieger. Die große Anzahl an Pokalen und Preise kann sich sehen lassen. Nun ging es um das berühmte Tüpfelchen auf dem I, dem Landeswettbewerb. Dieser wurde in der Bezirkshauptstadt Berg abgehalten. Die Konkurrenz ist bei solchen Bewerben immer sehr groß, aber nicht nur die, sondern auch der Ehrgeiz aller Teilnehmer zu gewinnen. Obwohl alle Jungfeuerwehrler aus Altenhof mit Ernst und Eifer bei der Sache waren, wollte einfach nichts gelingen. Es reichte diesmal nicht für einen Stockerlplatz. Am nächsten Tag wollten es die alten Hasen wissen. Bei schweißtreibenden Temperaturen gaben sie alles, was ihnen möglich war. Mit je zwei Zählingen, erstes und zweites Rohr, fort! Beim ersten Durchgang lief es nicht ganz nach Plan. Doch die Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Jetzt gab es nur ein Motto: das Äußerste geben, um beim letzten Bewerb doch noch einen Platz am Podest zu erreichen. Um 12.30 Uhr war es soweit. Sie liefen eine gute Zeit und das fehlerfrei. Als Abschluss wurden sie noch beim Staffellauf gefordert. Auch diese Zeit gehörte zu den Besten. Nun waren starke Nerven gefragt, da die Auswertung der Bewerbe 4 Stunden dauerte. An das Landesfeuerwehrkommandanten. Das Ganze richtet Altenhof am Hausruck 1, Bezirk Christkirchen. Bei der Siegerehrung hatte das Bangen ein Ende und die Freude war groß. Sie hatten es geschafft. Der zweite Rang bestätigte ihre Leistung. Nach den Ansprachen wurde eine Parade mit 1120 Jugend- und 1380 Aktivgruppen abgehalten. Thank you.
Die Altenhofer Feuerwehrler zeigen nicht nur bei Bewerben, was in ihnen steckt, sondern sie verstehen auch entsprechend zu feiern. Der Empfang der Feuerwehrleute, die am Bewerb teilgenommen hatten, war dementsprechend. Eine Abordnung der Altenhofer Musikkapelle empfing sie sehr herzlich. Bravo! Gratuliere ich zum Zweiten Rang. 1300 Dings, also ich habe mir das hoch, 1200 Dings, ne? Schönen Dank. Ich sage, eine super Leistung, wir sind stolz auf euch. Schönen Dank, super. Ich freue mich ganz besonders, dass ich in Hofheuer so stark bin, ist nicht nur bei den Senioren, darf man gar nicht sagen, sondern lauter junge Buben. Auch bei der Jugend zweimal Bezirkssieger geworden und beim Landesbewerb hat es bei den Jungen nicht ganz so geklappt. Das nächste Jahr klappt es viel, umso besser, bin ich überzeugt davon. Aber euch möchte ich ganz herzlich gratulieren, das war eine super Leistung. Gratuliere. Super gemacht, Gratuliere. Ihr habt heuer schon ganz schön abgerannt, leider hat es diesmal nicht gereicht. Was waren die Ursachen? Naja, die Ursachen waren aufgrund der Witterung am Freitag. Es waren starke Winde da unten. Es hat da sehr viele Gruppen, gute Gruppen von unserem Bezirk erwischt mit Fehlerpunkten. Allweil kann es nicht gut gehen. Ne? Wir haben das ja eh in sämtlichen Bezirksbewerben alles gewonnen. Wir haben Bezirkssiege erreicht, wir haben die Bezirkswertung gewonnen. Wir sind auch dreimal im Bezirk Vöcklabruck gelaufen, wo wir jeweils die Siege gemacht haben und auch beim Bezirksbewerb in Vöcklabruck zweimal Zweiter geworden sind. Also das Jahr war einfach ein toller Erfolg. Was sagst du zum Erfolg von deinen Leuten? Ja, es ist ein Wahnsinn. Momentan sprachlos, also wenn man jetzt zwei Tage dabei gewesen ist, also auch beim Bezirksbewerb und heute beim Landesbewerb, es ist als Kommandant von der Feuerwehr ist einfach ein irrsinnig schönes Gefühl, also ein berührendes Gefühl, dass man da dabei sein darf und dass die eigenen Leute wirklich so gut sind, gut drauf sind auch. Und man sieht, dass sich der Fleiß dann für die Übungen trotzdem bezahlt macht. Auch. Ihr habt den zweiten Rang gemacht, wie ist es euch gegangen beim Bewerb? Es ist uns in Bronze sehr gut gegangen, in Silber haben wir ein wenig gepotzt heute, aber es war am Schluss dann eh egal, weil es ist einfach in Bronze dann so gut gegangen heute und wir haben eigentlich das geschafft, was wir sich vorgenommen haben und wir sind unter der 40 Sekunden Marken geblieben und sind in Staffellauf gut gerannt, also da haben wir wieder einiges aufgeholt und darum sind wir sicher zufrieden heute. Mit Grillwürstel und kalten Getränken klang der Abend gemütlich aus. Wir wünschen der Feuerwehr Altenhof noch viel Erfolg bei den Bewerben und für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für die Einladung und die herzliche Aufnahme in ihrer Runde.